Wissenschaft ist die Basis für technologische Entwicklungen, die dann auch entweder der Gesellschaft dienen oder aber eben zu Geschäftsmodellen führen und damit zu Innovationen an Märkten. Wir waren 2019 auch in Berlin, haben uns das Falling Walls Lab dort angesehen und es war eine fantastische Konferenz. Also wir haben wirklich dort 2 Tage verbracht, haben diverse Vorträge dort gehört zu diversen Themen und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht, weil es waren Themen, die wirklich die Welt verbessern und wir sind natürlich schon sehr, sehr lange in Kooperation auch mit dem AIT. Das AIT macht das auch seit vielen, vielen Jahren hier in Österreich und deswegen sind wir sehr, sehr glücklich, das zum ersten Mal hier als TechNet und Akzent umsetzen zu können, weil wir es einfach machen wollten, weil wir gesehen haben, das ist spannend und da möchte man gerne ein Teil der Geschichte sein. Forschung, ja, braucht's. Man braucht den Rasen der Ideen, die man generiert und ab und zu muss dann ein Blümchen sozusagen hochsprießen, das dann auch tatsächlich zu einer Geschäftsidee wird. Und da haben wir verschiedene Modelle, so wie Universitäten auch, wo man dann eben Innovationsinkubatoren, Veranstaltungen der unterschiedlichsten Form, um bis hin letztlich junge Leute zu motivieren und auch zu finanziell bis hin zu unterstützen, etwa zu eigenen Spin-off. Wir sehen auch in zahlreichen Studien, dass gerade die hochinnovativen Startups einen irrsinnig hohen volkswirtschaftlichen Mehrwert mitbringen, sei es von der Beschäftigung her, sei es aber auch von der Hebelung der privaten Mittel. Das heißt, sie haben ein höheres Wachstum als andere Gründungen, die keinen so einen hohen Innovationsanteil mitbringen. Die Projekte, die wir dann auch im Endeffekt empfohlen haben für entweder das Ticket nach Alpbach oder tatsächlich das Ticket nach Berlin, haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie aus relativ einfachen Materialien, aus natürlichen Materialien, die ohnehin schon in der Natur vorkommen, tatsächlich neue Dinge konzipieren oder neue Produkte konzipieren und sich wirklich darüber Gedanken machen, wie können wir ein Konzept wie zum Beispiel Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft, wie können wir das tatsächlich wirklich real umsetzen? Wir sind Agrobiogel und wir stellen Hydrogel her, die Landwirten und Gärtnern dabei helfen, Wasser zu sparen. Und die haben auch weitere Vorteile, wie zum Beispiel mit dem Pflanzen wachsen viel größer und gesünder. Und man kann unfruchtbaren Boden in einen fruchtbaren Boden umwandeln. Das heißt, man kann bald auch in der Sahara Gemüse anpflanzen. Und was noch ein USP ist, man kann es als Bodenersatz benutzen. Also man braucht keine Erde und kann direkt im Gel auch anpflanzen. Mein Name ist Sebastian Vogler, ich bin Co-Founder und CEO von Beetle Fortech und wir entwickeln eine Lösung, um Holz auf globaler Ebene verfolgen zu können bis zum ursprünglichen Nutzort. Ich bin Johanna Spreitzhofer, ich arbeite am AIT, Austrian Institute of Technology, als Research Engineer und mache dort Forschung im Bereich Energietechnik. Und unser Projekt bezieht sich darauf, dass wir uns anschauen, wie man die Stromnachfrage so verändern kann, dass sich ideal auf das Stromnetz anpasst. Das heißt, dass sie einen Stromüberschuss oder zu wenig Strom ausgleichen kann. Also ich bin Martin von Lignovations. Wir stellen nachhaltige, gesundheitlich und umwelttechnisch unbedenkliche Inhaltsstoffe für die kosmetische und für die chemische Industrie her. Ich glaube, es ist, was ich gesagt habe, diese große Bandbreite. Die Leute, die teilnehmen, sind alles mitsamt gute Gründer und viele davon Wissenschaftler. Und sie werden da schon ziemlich gechallenged, dass sie ihre Idee auf den Punkt bringen müssen. Und man sieht, wie wichtig auch Wissenschaftskommunikation ist. Und auf der anderen Seite für die Leute, die zuschauen, die sehen, welches Spektrum auf der Welt gibt. Dann in Berlin kommt ja wirklich weltweit, werden hier Ideen präsentiert.
und die unterschiedlichsten Perspektiven, die unterschiedlichsten Ideen in so einer komprimierten Fassung zu sehen, ist wirklich ein Erlebnis.